Sein Name? Colt. Aber ist er auch ein Colt für alle Fälle? Ab den 1980er Jahren jagt der 3,79 Meter lange Kleinwagen sehr erfolgreich Kunden für die japanische Automarke Mitsubishi. Er verhilft dem Hersteller zu einem erfolgreichen Markteintritt in Europa. Ich freue mich, euch heute den neuen Mitsubishi Colt präsentieren zu können. Es ist mittlerweile die 7. Generation. Wir haben den 1978 im Dezember in Deutschland das erste Mal verkauft. Seitdem über 420.000 Einheiten, von denen täglich noch über 90.000 im Einsatz sind. Die ersten vier Modellgenerationen mit Fahrzeuglängen bis knapp 4 Meter werden noch der Kompaktklasse zugeordnet. Generation 5 und 6 fallen mit gut 3,80 Metern wieder etwas kleiner aus. Von da an gehört der Colt zu den Kleinwagen. 1978 wird der Mitsubishi Colt in Europa auf den Markt eingeführt. Der Dreitürer da hinten, der kommt 1980 auf den Markt. Und dann gibt es insgesamt bis 2012 6 Generationen des Mitsubishi Colt, die sich 1,2 Millionen Mal verkauft haben. Und dann gab es über 10 Jahre erstmal keinen Mitsubishi Colt mehr. Jetzt, 2023, kommt die Weltpremiere des neuen Mitsubishi Colt der 7. Generation. Und die schauen wir uns gemeinsam an. Weltpremiere für Generation 7. Er spielt in der Kleinwagenliga à la Opel Corsa oder VW Polo und teilt sich die technische Basis mit dem Bestseller von Renault, dem Clio. Doch hat er das Zeug, so erfolgreich zu werden wie die Konkurrenz? Der Corsa verkauft sich über 4000 Mal pro Monat, allein in Deutschland. Um die Platzhirsche vom Bestsellerthron zu werfen, wäre ein Marketingstunt nötig. Doch die Erwartungen sind groß. Der Colt muss wie früher ein Erfolgsmodell für Mitsubishi werden. Jetzt bin ich natürlich besonders gespannt, wie er aussieht. Denn als Clio gibt es ihn ja schon. Und die Frage ist, wie die Unterschiede sind. Und wenn ich mir hier die Front anschaue, dann erkennt man natürlich erstmal diesen Dynamic Shield, wie es bei Mitsubishi heißt, mit diesen Chromspangen da drin. Aber die Grundform, den Renault, den erkennt man natürlich auch noch hier an diesem Fahrzeug. Die Gemeinsamkeiten mit dem im September 2023 erscheinenden Renault Clio sind kein Zufall. Die 5. Generation des französischen Pendants kommt dann faceliftet zu den Händlern. Beide stehen auf der von der Renault-Nissan-Mitsubishi-Allianz genutzten Kleinwagen-Konzernplattform. Beim Marktstart im Oktober 2023 stehen für den Colt 3 Motoren zur Auswahl. Wir bieten bei dem neuen Mitsubishi Colt 3 unterschiedliche Motoren an. Das sind zweimal zwei Dreizylinder mit 1 Liter Hubraum. Das eine ist ein Handschalter mit 5-Gang. Das zweite ist einer mit 91 PS Turbo 6-Gang Handschalter. Und wir haben einen Vollhybriden mit 143 PS und 1,6 Liter Hubraum. Neben den 1 Liter Dreizylinder Verbrennern ist der Vollhybrid mit 143 PS die interessanteste Motorisierung. Er soll mit rund 4,5 Litern Benzinverbrauch die ehemaligen Dieselkäufer überzeugen. Preise sind noch nicht bekannt. Was ich besonders cool finde, ist nicht nur, dass dieses Fahrzeug merkt, dass ich den Schlüssel in der Tasche habe, das ist der Beweis, sondern auch, dass er hier ein besonderes Feature hat, was ich cool finde. Das ist nämlich eine Anhängkupplung und auf Knopfdruck fährt die hier raus und ziehe ich die einmal fest. Und schon kann ich mein Fahrrad hinten drauf tun oder einen leichten Camper ziehen. 550 Kilo ungebremst und 900 Kilo gebremst. 15% aller in Europa verkauften Autos gehören zum B-Segment. Besser verkaufen sich nur SUVs. Beim B-Segment haben wir so prominente Namen wie VW Polo, Opel Corsa, den Renault Clio und jetzt auch den Mitsubishi Colt. Und die spannende Frage ist, was darf er kosten und was muss er dafür leisten, damit er sich in dem harten Wettbewerb beweisen kann? Mit
Mit rund 8,8 Millionen zugelassenen Kleinwagen ist das Segment, nach den Kompaktwagen, das zweitgrößte in Deutschland. Immer mehr Hersteller scheuen den Preiskampf in dieser Fahrzeugklasse und ziehen sich aus dem Segment zurück. Mit dem Opel Corsa, dem VW Polo, dem Clio von Renault und jetzt auch mit dem Schwestermodell Colt von Mitsubishi gibt es für Preise um 20.000 Euro attraktive Fahrzeuge für die individuelle Mobilität. In Deutschland ist er der Bestseller im Segment der Kleinwagen. 2022 wurden über 50.000 Einheiten neu zugelassen. Den Rüsselsheimer gibt es auch als vollelektrisches Fahrzeug. Dann kostet er aber stolze 34.650 Euro. Mit einem Basispreis von 19.480 Euro geht's günstiger los mit dem 1,2 Liter Verbrennungsmotor und 75 Benziner PS in der Ausstattungslinie Edition. Mit einigen sinnvollen Extras oder dem Cardio-Rot genannten Lack für 550 Euro Aufpreis muss der geneigte Corsa-Käufer für den akzeptabel ausgestatteten Opel schon rund 25.000 Euro hinblättern. Ähnlich deutsch ist die Preispolitik im Volkswagen-Konzern. Polo-Kunden werden mit einem Basispreis von 20.830 Euro ins Autohaus gelockt. Dafür bekommt der Käufer 80 PS aus einem 1 Liter Benziner und die eher spärliche Ausstattungslinie Life. Zu den wenigen Extras zählen Vordersitze mit Höhenverstellung oder Einparkhilfe. Wie bei Opel bietet VW 2 Jahre Garantie. Nur gegen Mehrpreis gibt es bis zu 3 Jahre obendrauf. Das Colt-Schwestermodell Clio gibt es ab 18.250 Euro inklusive 2 Jahren Werksgarantie. Wie beim Colt stehen 2 1-Liter-Dreizylinder und der Hybrid mit 143 PS zur Wahl. Plus eine Liquid-Petrol-Autogas-Variante mit 100 PS. Bestellbar sind zurzeit allerdings nur der 1-Liter- und 1-Liter-Turbobenziner. Die Preise für den neuen Colt werden noch bekannt gegeben. Wie schon erwähnt, stehen 3 Motoren zur Auswahl. Auf die Frage, warum er mit Mitsubishi-Logo attraktiver ist als mit Renault Rhombus, gibt es eine klare Antwort. Die japanische Marke bietet mindestens 5 Jahre Herstellergarantie und eine Sonderaktion obendrauf. Wir bieten auch für unseren Mitsubishi Colt 5 Jahre Garantie an. Zusätzlich aber auch aktuell in diesem Jahr für alle Neufahrzeuge noch zusätzlich 3 Jahre Anschlussgarantie, wovon man aber nur 1 Jahr bezahlen muss, also 3 für 1. Der Colt punktet mit seinem umfangreichen Garantieversprechen und hat gegenüber seinem direkten Konkurrenten, dem Renault Clio, einen weiteren Vorteil. Er kommt schon in der Basisausstattung mit mehr Sicherheitsfeatures. Ein Auffahrwarner, der Spurhalteassistent und die Fußgänger- sowie Fahrradfahrererkennung schützen andere Verkehrsteilnehmer und Fahrzeuginsassen. Die Frage war, was muss er bieten und was darf er kosten, damit er sich im Wettbewerb behaupten kann. Der genaue Preis ist bislang noch nicht kommuniziert, aber ich gehe davon aus, dass er mit knapp 20.000 Euro attraktiver als die deutschen Fahrzeuge à la Polo und Corsa ist. Aber natürlich durch die bessere Grundausstattung und die Garantie etwas über seinem Mitbewerber Renault Clio liegen wird. Aber das allerstärkste Argument für den Colt ist seine Garantie bis zu 8 Jahre. Das ist einfach ein Megapfund und damit kann ich mein Investment in dieses Auto absichern und kann sorgenfrei auf der Straße unterwegs sein. Ob der neue Colt nach 11 Jahren Pause an die Erfolge der heute kultigen Modelle anknüpfen kann, das wird sich ab Oktober 2023 zeigen. Die im Vergleich längste Garantie ist ein Indiz dafür, dass der neue Colt auch wieder einer für alle Fälle ist.